Willkommen zu den 1 Minuten, 3 Minuten Star Wars Videoclips von mir hier über Celebration Chicago 2019 vom 11. bis 15. ist und am 12. geht's los für Streaming. So, heute ist der 11. und ich bin auch ein bisschen euphorisch und will also, wie gesagt, Kurzclips machen. Ich sage euch, dass Warwick Davis als Host da ist, dass David Capman als BBA in Star Wars The Force Awakens, ein Mann, der den durch die Gegend fährt, den sogenannten BBA. So, dann hat Querscheid, Jet Lucas, das sind die etwas Unbekannten, also ich kenne sie nicht alle. Riz Ahmed war ja bei Rogue One, ne? Mr. Rook sozusagen, kommt vorbei. Dann ist Forrest Whitaker auch wieder da, obwohl er halt auch nur bei Rogue One anwesend war, aber man will ja ein bisschen Pep reinbringen in das Jahr 2019. John Morton, Rebel Force, Dark Star Wars Episode sowieso. Dann Matt Denton, das sind die Leute, die also auch sprechen und arbeiten. Jeffrey Brown soll erscheinen. Marion Velasco, während ich hier diesen Videoclip mache, 1 bis 3 Minuten Videoclips, sind die schon, ist schon on air. Heute ist der 11., wie gesagt, nur keine Streams. Man muss also gucken, wer alles da ist. Kevin Scott ist da. Justina Ireland ist da, John Reserberg ist da, Hayden Christensen, ja, Monsieur Anakin Skywalker, ja, wow, das wird ja richtig was werden da. Paul Casey als Admiral sowieso, Matthew Wood als General Grievous, Lee, Tom, also, es sind, also, ich kann jetzt nicht alle, also, geht bitte auf StarWars.com, ist online, ist da, da geht es schon richtig zur Sache, die Leute strömen da rein, es sind Shows, es sind Stages, wo ihr Leute sehen könnt, es macht richtig Spaß. Wie gesagt, ich will jetzt nicht überziehen, 1 Minute, 3 Minuten, ich habe jetzt auch keinen Counter, bin ziemlich euphorisch, auch wenn ich etwas älter bin, ich hatte auch gerade einen Kollegen wieder gehabt, wir haben uns gerade philosophiert, also es sind noch genau 29 Minuten, dann könnt ihr euch vorstellen, wann ich diesen Videoclip gemacht habe. 1 Minute, 3 Minuten Videoclips. Über die Figuren habe ich euch gezeigt, die jetzt sensationelle Tiefspreise haben. Unter uns, Star Wars sollte an sich nicht um den Preis gehen. Ne? Star Wars sollte an sich immer noch Philosophie sein, immer noch, ja, ich will hoffen, dass es kommt. Ne? Er rennt also da schon rum. Wie gesagt, um 17 Uhr fängt also auch R2-D2, nein, 3DRPO-Darsteller wird das Ganze mit ihm hier, Warwick, machen. Ja, laufen alle da. Ich meine, jetzt läuft gerade die Convention, die etwas ältere Convention. Könnte sein, dass diese London Convention ist, 2016. Ja, wie gesagt, es ist ja an sich immer ein Hype, wenn man da drin ist. Aber ich muss Cut machen. Ich habe ja gesagt, 1 Minute, 3 Minuten Videoclip und Gott sei Dank werde ich auch schon unterbrochen. Bei den 1-minütigen, 3-minütigen Videoclips von mir, yeah! Orlando noch, genau, 22 Minuten, 49 Sekunden, dann ist in Chicago, ich komm, weiß auch nicht, wie Orlando, ja, wegen diesem Edge da. Ich habe da einige Freunde in Amerika. Wie gesagt, wir sind sehr euphorisch, denn Chicago, noch 22 Minuten und 31 Sekunden. Ich habe da hinten gebeamt, ich habe hier gebeamt, könnt ihr sehen. Ah, komm her. Ja, also hier gebeamt, ne? Dann habe ich denselben Monitor da hinten nochmal, kann ich da also hingucken. Ich kann also fröhlich arbeiten mit Star Wars in meiner Star Wars Kulisse und kann hier meine 1 und 3 Minuten Videoclips machen. Ob ihr die seht, weiß ich nicht. Hauptsächlich meinen Spaß gehabt. Ja, ich habe meinen Spaß gehabt, darum geht es mir. Ich will Spaß haben. Das Leben ist schon hart genug und Star Wars macht so viel Spaß. Ich habe, wie gesagt, gerade noch mit meinem Kollegen hier gesprochen. Wir sind jetzt 42 Jahre involviert, davon 30 Jahre beruflich und jetzt die restlichen halt nur so. Und wir verabschieden ja, wie gesagt, auch die Lea. Wir sind also jetzt nur noch 20 Minuten. Ich will auch nicht länger machen, weil ich ja sage, 1 Minute bis 3 Minuten Videoclips mit Figuren, über Figuren. Diese Figur kostet also auch nicht mehr so viel bei Amazon. Die bekommt ihr also auch schon zwischen 10 Euro, 14 Euro, je nachdem, wann ihr euch bei Amazon einklickt.
Ne? Und für alle, die sowas mögen, mir haben sie gefallen, wie sie vorgestellt wurden. Ich bin wirklich euphorisch, merkt ihr. Ich merke schon, dass ich die Zeit wieder war. Ich muss unbedingt eine Zeituhr daran machen, damit ich wirklich nur eine Minute, drei Minuten euch auf den Keks gebe. Ne? Hallo, grüße. Willkommen zu den 1 Minuten, 3 Minuten, höchstens 20 Minuten Videoclips von der Celebration Chicago 2019. Leider im Moment Livestream, weil ich nicht anders kann, aber in 10 Minuten geht's los. Ich habe hier überall Monitore scharf geschaltet. Könnt ihr selber sehen, dass ich die Wahrheit sage. 10 Minuten, 10 Minuten, ja, 10 Minuten noch. Dann geht's los. Also ich habe auch gerade zum Kunden gesagt, mir ist egal, wie alt ich bin. Ich werde mindestens 5 Tage jetzt Kind sein, ja. Ich habe also auch die Steadicam scharf gemacht, die ich jetzt umarbeiten werde. Ja, die Steadicam, dass ich später auch mal on air gehen kann, klack, klack. Ja, das ist eine Spezialkamera, wenn er da reinschaut, seht ihr, die bleibt immer gerade. Ja? Könnt ihr auch hier schauen, hier, die bleibt immer gerade. Ja? So, ja? Seht ihr, bleibt immer gerade. Ist aber eine Spezialkamera. So, macht also Spaß. Warum ich das jetzt gerade gemacht habe, hat einen Grund, weil ich mir auch die neuen Akkus habe kommen lassen. Bei mir gewinnt ja immer Amazon. Ja? Der Postbote war gerade da und hat mir die gebracht und andere Sachen hat er mir auch gebracht, das ist schon mal gut. Ihr sollt sehen, dass nicht immer alles echt ist. Hier wird immer echt gesprochen, hier wird nicht gelogen. Ich hoffe, dass ich das innerhalb meiner 1 Minuten, 3 Minuten, höchstens 20 Minuten Videoclips, die ich ab sofort nur noch machen werde, auch reinbekomme. Ich habe die jetzt, wie gesagt, damit ihr seht, dass es echt ist. Wie gesagt, ich will hoffen, dass es passt. Wie gesagt, das ist der alte Akku, der hat mich, also der hat mir schon gut gedient. Klasse. Spitzenmäßig, dieser Akku ist identisch mit diesem, weil das ist alles Sony, Sony, Sony. Ne? Ja, Sony, Sony hat Gott sei Dank, habe ich darauf geachtet, den richtigen Akku zu besorgen. Also mit diesen Akkus 2800 mAh mal 3 habe ich also genügend Zeit, um auf Conventions zu arbeiten, herumzulaufen. Auch sehr kopflastig auch, aber ihr seht ja, ja, Batterie ist nicht allzu, doch, Batterie ist, habt ihr gesehen, ist funkelang neu und hat schon ein bisschen Kapazität. Ich kann also wunderbar mit arbeiten, schaut mal rein, ne? Da, wie gesagt, 1 Minute, 3 Minuten höchstens, ne? Höchstens 20 Minuten Videoclips, aber jetzt nicht, jetzt nur 8 Minuten, 8 Minuten geht's los und ich habe diesen Clip zu Ende. Ihr seht, ich habe eine gute Steady, mit der kann ich wunderbar arbeiten. Ich habe mir also so einen speziellen Arm darunter, ich habe auch andere Arme. Wie gesagt, das ist so eine Spezialkamera, wo ich dann richtig gut mit arbeiten kann, wo ich auch hinterher rennen kann, ja, so und so weiter. Ja, macht also Tiere viel Spaß, also mal 3 habe ich die Dinger jetzt da, mal 3, ne? Und somit kann ich damit wunderbar arbeiten. Ja, auf irgendeiner Convention werde ich sicherlich rumrennen und Aufnahmen machen. Und für alle Schauspieler, Künstler etc. pp., yep, ihr seht, ich habe jetzt genügend Kapazität, um auch im Freien zu arbeiten, um damit genügend 1 Minuten, 3 Minuten, höchstens 20 Minuten Videoclips zu erzeugen. In dem Sinne wünsche ich euch was. Nur noch 7 Minuten. Willkommen zu den 1 Minuten, 3 Minuten, höchstens 20 Minuten Videoclips von Chicago. Yeah! Star Wars Chicago, Star Wars Chicago, Krieg der Sterne. Vor 42 Jahren wären wir gehypt, geflasht, wir hätten uns zusammengesessen, wir hätten Spaß gehabt, wir hätten philosophiert. Das ist heute vorbei. Ich gönne mir den Spaß. Es sind wirklich noch 2 Minuten 22 Sekunden. Ups. Ne? So, 22. 2 Minuten 15 Sekunden. Wie gesagt, ich werde jetzt hier keine 3 Minuten. Doch, 3 Minuten kann ich ja machen. Also 1 Minute, 3 Minuten und höchstens 20 Minuten. Wie gesagt, wir haben hier noch 2 Minuten. Und ja, 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob das wirklich 2 Minuten werden. Ne? An sich mache ich ja nur 1 Minute, 3 Minuten und 20 Minuten Videoclips. Ne? So. Star Wars, meine lieben Freunde, Star Wars. Wer von euch hier noch solche alten Chetskes hat, hier Krieg der Sterne, die Trilogie, wo wir mit groß geworden sind vor 42 Jahren und jetzt im Jahre 2019 in Chicago geht es zu Ende. Noch 1 Minute, 30 Sekunden und dann ist halt Ende im Gelände. Dann geht aber die Show los, Spaß etc. Richtig los geht es natürlich erst morgen am 12. Da werde ich keine Videoclips machen.
denn dann werde ich genießen. Ich werde richtig genießen. Ich werde mir das hier, wie gesagt, da hinten läuft ein Monitor scharf geschaltet, hier läuft ein Monitor scharf geschaltet. Und zu Hause auf riesen Leinwand werde ich mir die Retorte dann nochmal anschauen. Und am Wochenende werde ich natürlich pünktlich anmachen und mir es ansehen. Wie gesagt, noch glatte Minute. Ich werde euch jetzt auch noch mitreißen jetzt in diese Minuten. Ihr seid dann live mit dabei, 55 Sekunden, 53 Sekunden etc. Ich werde jetzt keinen Counter machen hier, ihr seht es ja selber. Wie gesagt, heutzutage, ich habe euch die Kamera vorgestellt, die Steadicam, mit der man arbeiten kann. Da kann man wunderbare Sachen mitmachen. In der heutigen Zeit hat man ja wunderbare Technik, man braucht ja nicht mehr so große. Noch einmal, ich helfe nur den normalen Fans, ich helfe nur den Newcomern und ich helfe auch nur den Schauspielern, die man nicht so kennt. Ja? Die Superstars, Megastars, Luxusstars, da habe ich mich noch nie für interessiert, weil die haben ihre eigene Welt und da sind die zu Hause. Da bin ich aber auch beim Kern der Sache, noch 13 Sekunden. Mark Hamill sagte ja auch, dass das alles nicht mehr so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Könnt ihr nachlesen auf den Seiten, ihr könnt googeln, ihr könnt live dabei sein, wenn ihr streamen könnt, wenn ihr auf eurem Smartphone, ist das ja eine super tolle Sache. So, pow! Nun seid ihr live mit dabei. Ich mache also ein paar Minuten länger. Es ist all, es ist. Ich mache nur die Musik aus Sicherheitsgründen nicht an. Ihr wisst ja. Also wir haben uns heute noch darüber unterhalten. Wir haben sehr viele Musikfans da, die auch sagen, ne? Und so weiter. Wie gesagt, wir sind, wir haben jetzt Star Wars. Es ist die Celebration. Es läuft. Nur, wie gesagt, wir bekommen leider keinen Livestream hier in Europa. Auch jetzt nicht scharf geschaltet, sondern erst morgen am 12. Aber ihr sollt sehen, dass ich mit dabei bin, dass ich mir das, wie gesagt, anschaue. Da gibt es sicherlich irgend so einen Hotpoint, hier sehe ich gerade. Ja, dann kann man hier die Leute sehen, die da eingeladen sind. Das habe ich euch schon mal gesagt. Ihr müsst jetzt hier bei mir nicht zuschauen. Macht es einfach, geht auf StarWars.com, geht rein, hört zu. Ihr könnt auch die Seiten in Deutsch, nur die Sprache umändern geht nicht. Ihr kriegt auch keine Untertitel. Das wird nicht gemacht. So. Wir sind da, wie gesagt, es ist Feierabend. Und ich sage jetzt auch Tschüss, ich genieße es. Wie gesagt, ich fand es super toll, diesen Counter jetzt miterlebt zu haben. Ich überschreite auch wieder meine 1 Minute, 3 Minuten bis 20 Minuten. Hier fliegen auch schon die ersten Viecher rum, die mich stechen wollen. Es geht so langsam auf Frühling und Sommer zu. Yeah, Star Wars on Air! Am 12. schaut rein, ich glaube ab 18 Uhr. Dann kommt am 12. kommt noch der Teaser. Da kommen auch Leute etc. pp. Was die heute machen, weiß ich nicht. Ich werde jetzt googeln. Ich werde jetzt in Ruhe googeln und schauen, was da so abgeht, was da so los ist. Ja, wie gesagt, ab 12. haben wir. 12., 13., 14., 15., keine Ahnung, geht es da richtig zur Sache. Und heute am 11. erst recht. Na, also in Amerika weiß ich, 9 Stunden. Ne? Wir haben jetzt 15 Uhr hier in Deutschland. Und 9 Stunden weiter, keine Ahnung, was die da machen. Ich muss jetzt gucken, wo ich da irgendwas erblicke. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen, das könnt ihr selber. Ich bin ja schon wieder drüber. Denkt dran, 1 Minute, 3 Minuten und 20 Minuten Clips. Ab sofort von euren AWR Movie Star Wars 42 Jahre dabei. Herzlich willkommen zur Star Wars Show Deutsch. Projekt Star Wars Oldies. Die ersten, the first generation, heute waren first generation hier, die haben reichlich wieder Figuren gekauft, weil die diese Figuren brauchten für eine Torte. Ich mache jetzt 1 Minute, 3 Minuten, höchstens 20 Minuten Clips aus Chicago. Wir brauchen jetzt noch 4 Stunden, 29 Minuten und 35 Sekunden, dann ist die Star Wars Feier. Also in 4 Stunden, also um 20 Uhr werde ich meinen Livestream da sicherlich schnappen. Sollte ich eine Kamera haben, werde ich dann auch wieder 1 Minute, 3 Minuten oder höchstens 20 Minuten Videoclip machen. Ich weiß nicht, ob wir einen Livestream bekommen. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nur, dass es am 12. es losgeht. Ich müsste nachrechnen, in 4 Stunden ist noch nicht 0 Uhr da. Ich weiß nicht, ich müsste wirklich nachrechnen, Chicagoer Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir jetzt in Chicago haben. Wir haben jetzt hier 15.30 Uhr bei Sonnenlicht hier in Deutschland. Und ich mache meine 1 Minuten, 3 Minuten Videoclips und halte euch die liebe Dame da hoch, Rey Ojaku, ne? Mit BBA. Und einige mögen sie, einige mögen sie nicht. Einige mögen Star Wars nicht. Aber ich mag. Punkt.
42 Jahre bin ich dabei. Wie gesagt, ich hatte heute wieder etliche Kunden, die wieder etliche Figuren gekauft haben. Wie gesagt, für einen Geburtstag. Direkt auch wieder ein Sonderpreis, ist klar. Deswegen halte ich auch diese Figuren hoch, weil diese Figuren mittlerweile alle zu Sonderpreisen zu haben. Und wo? Bei Amazon. Zu mir müsst ihr nicht unbedingt. Also ich verkaufe meine hier real, wenn die Leute vorbeikommen. Emma, da war noch was, da war noch was, da war noch was, zack, zack. Ja, sorry, wenn wir noch haben, wenn wir noch haben, zack, weg. Ja, manche Figuren kann ich nicht alle. Ich müsste an sich tausende Darth Vader haben in allen Variationen. Ich müsste Yoda haben in allen Variationen. Ich müsste alles haben in zig Variationen. Weil, wie gesagt, das waren jetzt Figuren für eine Torte. Da kann man natürlich nicht so riesige Dinger nehmen. Natürlich könnte man jetzt auch eine riesen Torte sowas packen. Eine Hochzeitstorte zum Beispiel. Eine Star Wars Hochzeitstorte. Ach Leute, es gibt so viele, die irgendwas Tolles machen. Ich bin so euphorisch. Ich bin so freudig, wenigstens den Startschuss gesehen zu haben. Habt ihr ja selber mitbekommen. In meine 1 Minuten, 3 Minuten, 20 Minuten Videoclips, die ich ab jetzt machen werde. Ich habe natürlich auch eine Wahnsinnssendung hochgefahren, die läuft 55 Minuten, weil ich nun mal 40 Jahre involviert, 40 Jahre arbeite, analog, digital, darin noch 30 Jahre verworben mit Star Wars, mit Lucasfilm etc. Ja, ich habe wirklich dort gearbeitet, ich habe wirklich die Promotion gemacht, ich habe wirklich, so wie ich jetzt auch hier, Figuren, wir haben tolle Figuren wieder reinbekommen. Ich philosophiere halt, 24 waren wir an der Zahl heute vor 42 Jahren, wie alles mal so angelaufen war im Jahre 1979. Wir schreiben jetzt das Jahr 2019, meine lieben Freunde, denkt bitte drüber nach, 77, 78, 79 ist Star Wars so entstanden, das Ganze, und dann ging es los und es läuft und es läuft und es läuft. So, ich weiß noch nicht, ich kümmere mich drum, wo Disney Plus läuft, wann Disney Plus läuft, wann Disney Plus an den Start kommt. Die werden uns jetzt in vier Stunden geht es los mit der sogenannten Star Wars Fair. Ich schmeiße auch gerade hier die arme Rey mit, ja, mit, Force of the Destiny, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin schon wieder weg, denn eine Minute, drei Minuten und höchstens 20 Minuten länger sollen diese Clips nicht dauern. Ihr sollt die Euphorie spüren, ihr sollt nach Star Wars kommen gehen, ihr sollt euch das anklingen, von mir aus auf dem Smartphone angucken, auf eurem Galaxy Pad oder irgendein anderes Pad, auf euren, ach, guckt es, seid einfach dabei, und wenn ihr hier vorbeikommt, hier geht es richtig zur Sache, hier kann man was Specials machen, aber nur in dem Moment, wo wir vorbeikommen, am 11., 12., 13. und am 14. und am 15. Können wir hier Special machen. Denkt dran, Chicago ist weit, weit weg, aber wir haben hier Streaming. Ihr könnt hier live gucken, ihr könnt euch da hinsetzen. Ich werde euch das live rüberbeamen können. Ja? Sind endliche Monitore hier, die ich live schalten kann, wenn ihr Lust habt, darüber zu philosophieren, so wie ich jetzt wieder angecallt wurde, über Phoenix, jawohl. Die 95. Sitzung des Deutschen Bundestags. Habe jetzt daraus nichts zu tun, aber so ungefähr, da geht sie hin, die Demokratie.